Hallo, meine liebe Freunde, heute haben wir Magic Mittwoch, nachdem der Sohnemann heute unheimlich mit einem Doppelpull den Astralglanz Booster vergöttert hat, habe ich hier zwei Briefe, die ich zusammen öffnen möchte. Denn das ist ein Kauf vom lieben Michel aus Lübeck, von dem ich euch gerne einen Link unter das Video setze. Denn der gute Bro hat auch einen YouTube-Account, den ihr euch unbedingt anschauen müsst. Und ja, bevor ich mich hier verplapper, um das Video langweilig mache, öffne ich schnell die Briefe mit der Pokémon-Schere. Na, das ist ein bisschen sehr voll. Ich möchte hier keine Karten kaputt machen. So, vielleicht muss ich mal schauen nach einem Pokémon-Brieföffner, oder? So, wir haben ja einmal den ziemlich dicken Brief und den ziemlich, ja, den schmalen Brief. Und den schmalen fangen wir mal an. Vom lieben Michel aus Lübeck. Und, genau, ich dachte ein Brief. Nein, es ist kein Brief. Ah, ich weiß schon, was es war. Eine wunderschöne Karte aus dem Base-Set, nämlich das wunderschöne Bisaflor. Oder Base-Set 2, ich nehme es mal vorsichtig raus. Eine wunderschöne Karte, Bisaflor. Aus der Starter-Pokémon aus der Kanto-Region. Welche bei mir absolute Favorite sind. Denn damit fing das Ganze vor über 20 Jahren an. Bisaflor. Vom lieben Michel erworben. Zu einem super Preis. Ich denke, da kann ich das, wenn ich jetzt sofort wieder verkaufen würde, locker das Fünffache wieder rausholen. Aber Pokémon nicht verkaufen, nicht Pokémon nicht behält. Denn die Sammlung soll mit ins Altersheim wandern. Ihr wisst. Genau, öffnen wir den nächsten Brief vom lieben Michel. Da, moin Pokémon, die ersten Karten gibt es on top von mir. Viel Spaß damit, dein DSH2. Genau das ist dein eBay-Name, eBay-Account, den ich euch unterm Video wiedergegeben habe, den Link, damit ihr auch den lieben Michel besuchen könnt. Wenn ihr das macht, abonniert ihn gerne. Schreibt gerne unter sein erstes Video, was ihr schaut, Hashtag Pokémonie. Dann weiß der gute Bro Michel, dass ihr über Pokémonie kommt. Da bekomme ich nichts für, außer vielleicht eine coole Nachricht als Bestätigung. Und die ersten drei Karten sind on top. Und da haben wir einmal Clonklet. Als Shiny-Karte. Hundemon als TG-Karte. Die ist, glaube ich, schon vorhanden. Da wird der Solomon sich freuen. Und ein Pokusan auf Englisch als TG-Karte aus strahlende Sterne. Und dann danke dafür schon mal, lieber Michel war das, genau. Ich habe ja zwei Briefe von Michel aufgemacht. Und dann kommen wir zu dem Inhalt, eigentlichen Inhalt, nämlich zu diesen Karten. Mewtwo Level X. Die kommen euch alle in Perfect Sight, das möchte ich jetzt nicht im Video machen. Ein Gengar Level X. Ein Lugia Holo aus 2008. Wunderschöne Karten. Arceus Level 100 mit einem absolut nicen Background aus 2009. Dann haben wir nochmal ein Arceus Level 100. Aus 2010. Mit dem Mond soll es wahrscheinlich sein im Background. Nochmal Arceus Level 100. Typ Donner. Auch aus 2010. Ist das der Donnerstein? Come on. Ein Entei aus 2008. Ein Vesprit Level X aus 2008. Ein Magnezone Level X aus 2008. Wunderschöne Karten. Ein Logok Level X. Als Trainer-Pokémon 2009. Ein Machomai Level X. Ein Stalos. Als Prime-Karte. Das waren damals die Prime-Karten, ne? Genau. Ein Meganie. Wunderschön als Holo-Karte. Wunderschöne Karte. Und on the top am Ende nochmal ein Glutexo Level 31 aus 2010 in Reverse-Holo. Wunderschöne Karten erworben beim lieben Michel. Den ich euch unterm Video nochmal wiedergebe. Den ihr gerne besuchen könnt. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert ihn auch gerne. Kommentiert mit Pokémonie. Und ich bedanke euch für den heutigen Magic Mittwoch. Und wir sehen uns gleich morgen früh wieder am Donnerstag, wo der Sohnemann vielleicht den nächsten Doppelpull hat. Bleibt gespannt. Schaltet wieder ein. Abonniert gerne. Und bis zum nächsten Mal. Let's go. Euer Pokémonie. Come on.